Oh Mann, ey, Freunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Uplay. Ja, danke. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Und ich möchte mich hiermit nochmal im Namen der Azkabaner entschuldigen nochmal. Ich weiß, ich habe mich jetzt oft genug entschuldigt dafür. Aber ich möchte mich jetzt nochmal ganz offiziell dafür entschuldigen, dass ich gestern von zwei Leuten die Zeit gestohlen habe, diese 15 oder 16 Minuten. Es tut mir wirklich sehr leid, ich habe noch nie einen Livestream gemacht, wirklich. Es ist mein allererster Livestream in meinem kompletten Leben auf YouTube. Auf Twitch habe ich schon mal was probiert, da war der gleiche Fehler. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht. Ich habe erst gedacht, das lag an meinem PC, das war aber nicht der Fall. Das lag an meiner Leitung. Ich habe einfach eine viel zu schlechte Leitung für einen stabilen Stream. Und das heißt, den Stream, den habt ihr natürlich noch gut bei mir, den werde ich auch irgendwann nachholen. Das habe ich mir direkt erstmal aufgeschrieben. Ich habe erstmal wieder, ich habe erstmal gedacht, das liegt an meinem Rechner, weil der ist jetzt ein gutes Jahr alt, also ein knappes Jahr alt. Am 22.05. habe ich Geburtstag und am 22.05. habe ich den letztes Jahr bekommen. Und scheiße, was habe ich davor mit schlechter Technik gekämpft. Ah, da hat man mir immer irgendeinen Scheiß untergejubelt, irgendeinen bekloppten Rechner, der sowas von scheiße war. Und ich dachte, meine Leidensgeschichte setzt sich jetzt fort, aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Das war nicht der Fall, das lacht auf jeden Fall nicht an meinem PC, sondern an meiner Leitung. Und damit möchte ich mich nochmal entschuldigen, ganz offiziell. Oh Mann, ey, ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ja, sorry Leute, dafür auf jeden Fall. Den Livestream habt ihr noch gut. Und ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen. Okay, passt schon. Ja, den Livestream habt ihr noch gut, Freunde. Sorry dafür. Und wir sind hier gerade in Assassin's Creed 3. Einzelspieler. Asuka, ich bin gerade noch ein bisschen neben der Spur. Erstmal Timer starten hier gerade. Wir sind hier wieder der schöne Desmond. Und wo sind wir? Anker werfen. Gerne. Na gut, solange die Aufnahme flüssig bleibt, ist alles easy. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Natürlich. Schön, dass wir übrigens wieder in der Kneipe sind. Das ist. Um mir Komplimente zu machen? Ach so, und Freunde, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Den Livestream, ne? Also in ganz, ganz großen Klammern, den Livestream kann man immer noch auf meinem YouTube-Channel einsehen, weil ich nicht herausgefunden habe, wie man diesen Tiefpunkt meiner YouTube-Karriere von meinem Kanal verbannen kann. Also der, wenn ihr das nochmal sehen wollt und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auf meinem Kanal findet ihr den Livestream, dann steht da irgendwie vor 16 Stunden gestreamt oder so. Ihr könnt den Livestream auf jeden Fall noch auf meinem Channel begutachten. Da könnt ihr mal sehen, was das gestern für ein Chaos war. Ey, das war nicht mehr feierlich. Ich konnte nicht mehr pennen, das war mir so peinlich. Egal. Okay, fortsetzen. Ich will euch nicht mit so einer Scheiße zumüllen. Wir sind hier gerade im Let's Play. Weiter. Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Ja, die beiden Namen habe ich noch nie gehört. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Ist auch geil, wie sein Bierkrug größer ist als sein Kopf. Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Komm, du sagst nein. Wir würden wieder mit dir streiten. Na, gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Ach komm, ich will das hier nicht in die Länge ziehen. Das habt ihr nicht verdient. Wir sind hier der komische Indianer-Typ. Und die 9mm Geschütze sind ja auch wieder am Start. Los, los! Ja, immer mit der Ruhe. Alles ist gut. Immer mit der Ruhe. Okay, gib mal ran den Lachs hier. Sie liegt tot am Wind. Auf
okay. Halbes Segel. Halbes Zeug setzen! Was zum Teufel sollte das dann? Was denn? Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer. Was ist passiert? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand, segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, ach so, aber sei versichert. Ja. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchst. Das hört sich doch schon mal wieder gut an. Halbes Segel! Was? Ach so. Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breitseite. Kein Segel! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Okay. RT halten und loslassen. Erreicht machen, Jungs! Feuer frei! Boah, dieser Sound, Alter. Und wie das Gamepad dabei vibriert. Einfach traumhaft. Ach so, okay. Ja. Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten. Ja. Bereit! Breitseite abgeben! Boah, geil, Gänsehaut. Hast noch Pulver geladen? Gut, jetzt probier mal die Drehmasten, sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft. Mit Vergnügen. Aha. Alter, top. Richtig geil. Du lernst aber schnell. Ja. Etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der Offenheit. Du kannst mir noch nicht erklären, dass der Typ hier nüchtern ist. Der hat auch schon wieder, seinen Jägermeister weg. Der alte Mann, ja. Wer ist hier der alte Mann? Okay, wir gehen mal immer schön im Wind hier. Können wir nicht irgendwie singen oder so? Ui. Gebt mir Kettenkugeln! Was? Warum schießen die auf uns? Auf mein Zeichen! Was habe ich getan? Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu... Ja, ich muss erstmal wieder hier. Und Feuer! Nein! Ey! Scheiße, bin ich schlecht geworden. Habe ich den überhaupt getroffen, Alter? Jetzt aber, komm! Oh. So muss das doch sein, Freunde. Halbe Segel, Männer! Englische Fregatte! Ach, komm schon. Noch eine! Worum alles in der Welt kommt die denn her? Rassel! Deckung! Heieieiei. Oh, Askabas, den hast du ja auch wieder schön versenkt, meine Damen und Herren. Vollkugelladen! In Deckung! Oh nein, ey. Anhalten! Halbes Segel, aber schnell! Ja, komm mal schön her. Breitseite abgeben! Ja, oh, der hat gezielt. Ah, du musst die Breitseite geben. Und... Junge! Feuer frei! Köpfe runter! Was? Habe ich die jetzt oder nicht? Heilige Scheiße, hier ist aber einiges ab dem Glühen, du. Hier kannst du aber gut Zigaretten anstecken. Kann ich auch irgendwie sehen, wie viel HP die noch hat? Warten!
Alter, wie viel Leben hat die denn, Digga? Runter! Runter! Eieieiei. Ja, die hat aber ganz schön Leben. Und Feuer! Geht doch. Meine Güte, ich bin aber auch hier. Hört mal lieber auf, euch zu freuen, Leute. Weitermachen, Matrosen. Okay, ist die auch wasserdicht? Ja, Askabas, der war so scheiße, ne? Egal. Die harte Tour. Systemnachricht. Neue E-Mail erhalten. Das ist sehr schön. Geht mir gerade aber hart am Arsch vorbei. Ja, interessant. Und wir sind wieder der Indianer-Bursche. Ich weiß immer noch nicht. Warte. Connor, genau, Connor. So wie ich sage, genau. Ich hab sie. Hab sie alle. Bring mir, was ich will. Und ich geb sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Was hat der denn geraucht? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug. Aber er tut keinem was. Also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, der kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Geil. Okay. Wochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Was denn? Ach, soll ich hier wieder die Luke aufmachen oder was? Ah, okay, ich bin schon unten. Ach, jetzt kriege ich... Zieh das an. Geil. Er ist geboren als Söldner. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Und wird sterben als Assassine. Geil, Mann. Boah. Erfolg freigeschaltet, der Tag. Ja, irgendwas mit Templer. Top. Okay, ja, jetzt sehe ich auch hier wieder stylisch aus. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Was denn los? Ja. Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Gerne. Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Mhm. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Genau, einfach die Kapuze auf und dann ist man schon getarnt. Top, jetzt muss ich hier im RL rumspazieren, das ist sehr schön. Dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Aha. Was ist das? Ein Handspinner? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Ach, und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie? Eigentlich komme ich ja immer von hinten, aber da mache ich jetzt meine Ausnahme. Okay. Es tut mir leid. Okay.
Mach's doch noch ein bisschen lauter. Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. So, jetzt erstmal hier den Handspinner rausholen. Ah, es kann fliegen. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes, starkes Signal. Ja, das sieht man, dass du ein schönes, starkes Signal hast. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Nach oben? Oh, ja gut, das klappt ja wieder wunderbar. Ui. Ja, du darfst aber auch eigentlich gerne nach oben gehen, ne? Ich meine ja nur. Okay. Ich muss hier rein, das ist auch gut. Und dann hier auf die Lüftungsrohre, glaube ich. Hier durchs V und dann klettern wir hier an dem Aufzugsschacht nach oben. Überhaupt gar kein Problem. Nein, du solltest eigentlich... So. Ja, eigentlich. Hä? What? Junge, geht doch. So. Okay. Nein! Junge! Idiot. Ich weiß auch gar nicht, ob das gerade richtig ist, was ich hier mache. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier keine Fehler mache. Weil das ist man ja überhaupt nicht gewohnt von mir, dass ich... Okay, ich glaube, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht. Wir probieren es mal hier. Ah, oder wir lassen es. Okay. Nein, okay, da geht's schon mal nicht hoch. Ah, da bist du denn nicht bewegt. Was für eine tolle Aussicht. Ah, wunderbar. Ehrlich schon. Leck mich. Okay. Boah, sowas macht Spaß, Alter. Das ist Assassin's Creed. Also, natürlich meine ich das im altmodischen Stil, ne? Das hier macht zwar auch Spaß, aber auf den alten Häusern und so rumklettern ist natürlich noch eine andere Sache. Finde ich natürlich, das ist meine Meinung. Wie immer. Und das hier ist natürlich alles von Sicherheit geprägt. Das ist auch bestimmt dafür ausgelegt, dass so ein 10-Tonner hier drauf rumläuft. Wobei, der so schwer ist der gar nicht, der Typ hier. Okay. Okay, dann jetzt hier einfach dranhängen. Genau. Guter Junge. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv brei. Klappe, Sean. Ha. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier durch, weil das sieht alles so einladend aus hier. Okay, pass auf. Muss ich hier hoch? Ja, sieht so aus. Boah, das regle ich ja hier in Rekordzeit, Mann. Auf der PS3 habe ich dafür Jahre gebraucht für die Mission. Boah, huiuiui. Okay, dann gehen wir hier auch noch nach oben eben. Was für ein Sprung? Also umbringen wollte ich mich jetzt nicht, ne? Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Oder nicht? Nein. Okay, aber die Leiter zu benutzen, hier sitzt die A's da dran. Ach, das ist doch wieder ein gutes Omen hier. A für Azkaban ist natürlich klar.
Ja, danke. Boah, jetzt fühle ich mich geehrt. So, was für ein Sprung meinst du überhaupt? Ring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Aha. Okay. Natürlich. Easy. Top. So, wo sind wir hier? Ach, da ist jetzt der Apfel, glaube ich. Oder nee, das ist dieser komische Viereck da. Aber ich spoiler mal, jetzt kommt Security, ne? Ah, oh, Bad Boy. Jetzt nimm das Gerät hier und hau ab. Das war nicht übel. Ich weiß zwar genau, dass jetzt was kommt. Du bist also dessen. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Aha, pass. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Haha, bester Mann, Alter. Erfolg freigeschaltet, kreuz und quer. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Mhm. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Top. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Ach, USB 3.0 reicht schon. In der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Okay, was sollen wir jetzt machen? Ich wäre dafür, wir gehen wieder zu Connor. Habe ich auf der PS3, glaube ich, auch gemacht. Soweit ich weiß. Oder wir können auch mal mit ein paar Leuten hier reden. Da muss ich nicht die ganze Zeit labern hier. Was sagt der Vater? Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Ach Mensch, das fällt dir ja auf. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Mhm. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Ich hier mit meinem Carbon-Headset, ne? Hab ich gemerkt. Hör zu, es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Ja, halt die Fresse. Tut mir leid, aber es ist... Ja... Viel Glück, Desmond. Vielen Dank. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Mhm. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Sequenz 6. Devonport-Siedlung. Connor! All dies, was hast du einen ausführen? Moment? Ja, denn natürlich. Mein Feind, was willst du mit dem Seil machen? Das an? Kann ich hoffen, ihn aufzuhalten? Was ist das? Ein Schenkbau oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Ach, ich dachte, ich sollte dich jetzt hier erinnern. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Wer ist da? Kanendoko.
Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson? Man nannte ihn William Johnson. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl. Connor, pass auf. Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann such es Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Ah, oh, danke. Endlich Holzhacken gehen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in Empfahl getrieben. Hey, dann baller doch dein Steinscheißding da rein. Wird es wieder entfernt. Und nimm das. Ja, warum nimmst du nicht deinen Bau? Ah, jetzt habe ich was Schönes aus Eisen hier. Boah, ich dachte schon, ey. Meine Güte. Puh. Erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Ich dachte jetzt, er hat seinen Steinklopp da behalten und hat das gute Metallding da reingeballert. Okay, Schnellreise. Top. So sehen wir doch schon viel besser aus, würde ich sagen. Okay, ich glaube, wir müssen hier ins Grenzland reisen. Ja, ich will nach Grenzland reisen, da treffe ich vielleicht die Grenzgänger. Tut mir leid. Was? Oh, die Pferdestärke ist auch wieder... Ja, die Pferdestärke ist auch wieder hier am Start. Okay, pass auf. Hauptmission... Boston. Ach so, okay, ja, ich dachte, ich muss jetzt erstmal reiten. Okay. Aber der Typ soll sich ja angeblich in Boston aufhalten. Den gehe ich mal nach. Ja, ich will nach Boston reisen. Das wäre sehr genehm. Oi. Kennen wir das hier noch? Nö, ich glaube nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich einen davon irgendwie... Ich will ja mal was ausprobieren. Ich habe ja sowieso nichts zu verlieren gerade. Ei! Schön. Ah, oh, das wird witzig, meine Damen und Herren. Ich entschuldige das, aber das haben wir die ganze Folge noch nicht gemacht. Und jede Assassin's Creed-Folge, wo ich keinen Krieg angezettelt habe, ist eine schlechte Assassin's Creed-Folge. Merkt euch das bitte. Hä, hey, das war's doch noch nicht. Top. Hä, hey, was ist mit dem? Danke. Bam. Alter, jetzt geht die Axt ab, Mann. Huiuiui. Ja, ich habe hier gerade mal ein bisschen das Feld bestellt, sagen wir mal so. Und gehe mal durch das Tor. Was? In die Grube. Ich würde da weggehen, Bauer, ne? Ich meine ja nur. Alter, macht das Spaß. Das macht einfach zu viel Spaß. Okay, pass auf. Scheiße, macht das Spaß. Mir ist das auch zu riskant. Alter, wer schreit hier eigentlich gerade so wie eine Frau, Mann? Der hat aber einen Abgang gemacht hier mit dem Spagat. So, Selfie. Das kommt, glaube ich, aufs Thumbnail. So, top.
Okay, ja, jetzt bin ich wieder hier Most Wanted. Du gehst besser woanders lang. Was ist denn jetzt? Höchst unzureichend. Ja. So, den Offizier haben wir ausgeschaltet. Und er sticht da erstmal schön in die Luft. Und schon wieder. Ich glaube, der ist. Hui. Geil. Top. Ja, Offiziere, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Aber jetzt kriege ich hoffentlich meine Pfeile hier wieder. Kugeln 6, auch gut. Pfeile 2, top. Hallo. Ah, oh, noch ein Offizier. Noch ein Offizier. Nein. Ja, jetzt fall doch endlich hin. Mach's nicht so spannend. Hallo. Darf ich nicht durchsuchen irgendwie? Oh, dann halt nicht. Was willst du? So, geh doch. Roggen? Aha, sehr schön. Gut, ich dachte schon, ich muss jetzt hier meine Pfeile wegstecken. Gut, habe ich alles wieder gekriegt hier, easy. Okay, dann würde ich mal sagen, das ist mal. Ja, immer mit der Ruhe hier. Stirb wie ein Mann, okay. Okay, Freunde, bevor ich mich hier noch wieder im Spiel verliere, würde ich sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge. Entschuldigung für den misslungenen Livestream gestern. Ihr habt den auf jeden Fall noch gut bei mir. Wenn ich das Problem mit dem Internet gefixt habe, irgendwie, ich wünsche mir einen neuen Router zum Geburtstag. Nee, Spaß beiseite. Bis zum nächsten Video, würde ich einfach mal gediege sagen. Und wieder schauen, reingehauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Euer Askabas. Ciao.